Hey meine Nerds, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Gegner platt gemacht, sind mit dem Jeep rumgecruised und haben eine Brücke zum Einsturz gebracht, über die wir jetzt mal fahren und gucken, wie es weitergeht. Ja, wir nehmen den Weg, der ist nicht so matschig. Nein, gegenlenken! Ja, ich weiß, Sally. Mittlerweile kann ich im Spiel Auto fahren ein bisschen. Sally, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Der Typ sagt, dass er erst sein Geld sehen will. Also ist Rafe da im Vorteil. Ich glaube, hier sollten wir nicht runter. Gucken wir mal. Ja, fahren wir mal hier lang. Auch nicht. Sorry. Ab und zu wird echt praktisch, wenn hier mal so ein paar Hinweise wären. Hier geht's glaube ich nur tief hinab. Guck mal eben. Ich spring mal kurz raus. Bis gleich. Okay. Hier geht's nur tief hinab. Machen wir nochmal den Weg zurück, den wir gekommen sind. Okay, auf geht's. Ich glaube, hier sind wir hergekommen, ne? Oder auch nicht? Nee. Ja, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast du recht. Ich bin schneller. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf. Wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner, ich hatte seine Fittiche. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Klar. Und außer den Büchern, Liegestütze, Rauch, mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Ich glaube, wir fahren mal hier lang. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wiedergesehen. Ja, je. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. So, jetzt sollten wir ein bisschen vorsichtiger fahren. Das an, Leute. Was ist das? Ein Turm. Aber mal hoch. Heilige Scheiße. Hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Hey, seht. Da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Ist jetzt noch nicht. Können wir da hin? Da rumfahren? Okay. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Machen wir. Ja.
Hoffen wir, dass keine Soldaten kommen. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Hey, was sagst du zu der Zugbrücke, Nathan? Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Zum Beispiel ein Piratenschatz? Vielleicht. Na ja. Wo haben wir sie denn? So. Hey, komm und sieh dir das an. Oh Gott, wo seid ihr denn? Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Zugbrücke. So, einmal hier hoch. Dann hier hoch. Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Na, ätzend. Kann man da nicht einfach so machen und dann hopp? Natürlich nicht. Wäre ja zu einfach. Ach Gott, ist das ätzend. Kannst du da nicht hochklettern? Nein. Das kann man natürlich auch nicht hochheben. Warte mal. Da oben ist da was. Okay. Schwingen wir doch mal rüber. Hey Junge, ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Ja, den nehmen wir doch mal direkt. Schorlein muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Hey, sei vorsichtig, Junge. So, alle, hopp. Dann war das zweite Fenster. Oder auch nicht. Hopp. Und hopp. Einmal auf die andere Seite. Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Ja, ich krieg auch alles kaputt. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ich fahr das Auto näher ran. Oh Gott. So, und jetzt kommen bestimmt die Gegner. Und drücken. Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, heißt nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Hätten wir auch einfach die Seile durchschießen können. Mietwagen, muss ihrer sein. Ausschwärmen, ich will sie haben. Keine Waffen. Ganz oben. Am Ende. So, warte.
Sehr schön. Komm, einen Schuss habe ich noch. So, ganz ruhig. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Weg von meinem Auto! Ah Gott, das ist mir echt zu viel. Ja, der Herr. Boah, ist hier auch überhaupt noch einer? Wo ist der Typ denn jetzt hin? So. So. Waren das alle? Mann. Hey Nate, bleib hier, bevor noch mehr Schorlein auftauchen. Ja, das sag ich, lass mich mir nicht zweimal sagen. Mal runter mit der Brücke. Ja, weil ich jetzt ein bisschen hopp hopp. Oh Gott, ist das nervig. Geht doch. Bitte. Und wieder muss ich alles selber machen. Hätte ich ja auch mal das Auto vorfahren können. Nö. Immer die Kisten umfahren. Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Hoffen wir mal. Die Stelle ist nämlich langsam echt ätzend. So, und hopp, und hier. Und jetzt kommt die Brücke. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Stört. Ja, wie immer. Ich seh mich mal um. Brauchst dich nicht umsehen, ich hab schon gesehen, was ich machen muss. Genau. Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gang dieser Weiser. Ich will 400 Millionen. Ja. Hättest du sagen sollen, das wären 200.000. Nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Leute, wir werden ihn finden, diesen Irren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt mir. Shit, shit, shit. Passiert nichts. Was denn jetzt? Bist du okay? Ja.
ja. Schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Hey, festhalten. Nicht langsam, schnell! Ja, das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Na, bitte, jetzt stürzt nicht die Brücke ein. Okay, haltet euch gut fest. Fast. So. Aussteigen. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Ich glaube aber eher nicht, dass der schon da ist. Hier können wir nicht rein. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Und nochmal. Hat er die richtige Tür gefunden? Was haben wir denn hier? Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Ja, hallo. Verdammt, zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Wird man die nicht einfach aufsprengen? So hoch kommen wir ja nicht mehr. Okay, also müssen wir hier lang. Dann machen wir das mit einem großen Knall. So, holen wir die eine auch noch. Hopp. Dann ab in die Deckung. So. Ja, wir brauchen keine Deckung. Und? Ja Leute, ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Über ein Like und ein Abo würde ich mich wie immer freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!